Hey ho, meine Lieben, willkommen zu 10 Blogger, ein Ort, das Anschlusstreffen an Videoblogger. Ich werde jetzt gleich im Anschluss meine kompletten Videoszenen von gestern von Videoblogger reinklatschen. Da habe ich relativ wenig aufgenommen, das machen wir einfach hier jetzt mit rein. Und ja, was mache ich heute? Ich mache heute mein Dutch Oven Gerichtes Filet Bernays mit Spargel in einer größeren Menge. Ich hoffe, dass es funktioniert. Dann werden hier noch einige andere Gerichte gemacht, aber schauen wir erst einmal rum. Es ist alles hier erstmal ja, am Anlaufen, so würde ich das sagen. Schauen wir einfach mal rum hier. Es beginnt der Tag heute. Ich habe mittlerweile schon 2 Stunden Autofahrt hinter mir und da bin ich jetzt, denn ich muss erst noch jemanden abholen. Ihr kennt den Kollegen, der filmt jetzt wie ich film. Ja, ganz genau. Auf den Weg nach Werl zu Mediablogger und Gott sei Dank kann ich bei ihm mitfahren. Mhm. Also Leute, wir sehen uns wieder in Werl. So Leute, endlich angekommen, raus aus dem Opel. Servus, naja. Micha. Hi, hi. Wen haben wir da? Darf ich dich filmen? Boff 76. Wer? Boff 76. Boff 76? Ja. Mhm. Aus Hamm. Okay. Sei gegrüßt, herzlich willkommen in Werl. Ah, genau, dann haben wir die Ansage schon. Leute, wir sehen uns nachher drin am Platz. Mercedes. Wir sind ein halbes Jahr bei Mercedes. Ne? Können jetzt nicht zurückkommen. Hier ist es ja noch schlimmer als bei uns vorher. Was ist denn los? Mix ihn jetzt. Du quasselst schon wieder so viel. Ja, ich quassel so viel. Und? Wie immer. Ja, mag ja sein. Was willst du jetzt damit? Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt komm, ohne Scheiß. Ne? Wie alt bist du? Komm, hau raus. Trau dich ruhig. Immer noch 51. 51. Jetzt guck uns beide mal an. Jetzt ohne Scheiß. Das sehe ich wesentlich besser aus. Du siehst als mein Opa. Eindeutig, ich sehe besser aus. Hä? Du siehst dich besser aus. Du bist blind, Junge. Du bist einfach nur blind. Was sagst du zu so einem? Hä? Das ist unmöglich. Wie immer. Man ist es nicht anders gewohnt von dem alten Sack. Aber ehrlich. Nö. Wieso nö? Du kannst doch nicht die Wahrheit vertragen. Schau doch mal die ganzen Falten im Gesicht an. Was? Die hab ich nicht einmal am Hintern. Das sind Lachfalten, Junge. Das sind Lachfalten. Oh. Oh. Also, wir brechen hier jetzt lieber ab. Ja. Also so macht er das immer, weißt du? Wenn er nichts mehr zu sagen hat, dann schneidet er das einfach raus. Das Video werdet ihr so nie sehen. Nie. Ha, ha, ha. Von wegen. Ja? Wie nennst du das Video dann? Der Schöne und das Biest? Ja, wer das Biest ist, ist ja klar. Keine Ahnung. Ja, die Leute dürfen dann raten, wer also, ist der Schöne? Ich breche jetzt hier ab, sonst nimmt das Video nämlich dörkische Ausmaße an. Ja, kannst ja schneiden. Ja, und da haben wir kurz überlegt und sowas. Ne? Und wir machen ja noch am Wochenende hier unser 10-Blogger-Event. Und dann passte das halt, dass man sagt, Mensch, lass uns doch so einen Videoblogger machen. Aber mal gucken, wer hat Bock, wer kommt und so weiter. Ja, jetzt sind wir hier. Und ich muss sagen, super, dass ihr hier seid. Ich hoffe, wir haben heute einen geilen Abend. Der ein oder andere hat eventuell noch Merch vorne stehen. Ja. Tassen oder sowas, wer noch Bock hat, was mitzunehmen. Wer noch Aufkleber hat, ich glaube, die meisten haben auch irgendwelche Sticker oder sowas mit. Ne? Es war ja so klar, dass du gleich wieder mit dem Burger ankommst. Andy, muss ich mal nicht selber kochen, wenn ich bei dir bin. Ich bin ja gar nicht bei dir. Da kann ich noch alle vier von unten. Ja, da hinten experimentiert der Dirk irgendwas wieder. Ich möchte gar nicht wissen, was der da hinten wieder abfackelt. Was? Sticker. Was ist das? Nix, nix. Passt schon. Ja. Mach weiter. Ja. Mal gucken, oder was? Ja, wir tja, Leute, meine kleine bescheidene Unterkunft bei 10 Blogger, ein Ort. Einmal umgedreht, einmal umgefallen, ja, und das war's. Toilette auf dem Flur draußen, naja, relativ günstig, wollen wir nicht jammern, Hauptsache ein halbwegs vernünftiges Bett,
schön weich ist es. Ich habe die erste Nacht gut geschlafen und ja, auf den Platz. Weiter geht's. Hey Bernd, alte Hütte. Hallo. Was machst du Schönes? Ich bereite schon mal mein Gericht für heute vor. Und zwar gibt das so eine Salsa-Form, eine Pico de Gallo. Und dazu fange ich schon mal an, die Tomaten zu schneiden. Weil das ist, die muss ein bisschen durchziehen, damit die ein bisschen Geschmack kriegt. Okay. Deswegen fange ich da schon mal mit an. Meinst du nicht, dass das ein bisschen arg viel ist heute? Nein. Oh mein Gott. Rest gibt es zur Not morgen zum Frühstück. Okay. Reste gibt es immer zum Frühstück. So ist das halt. Bernd Steady? Hier wird auch fleißig vorbereitet. Moin. Moin. Ja, wir sind schon am Vorbereiten. Hier wird schon, was so wie ist, muss ja länger, braucht ja ein bisschen länger und das muss ja dann erstmal ins Becken. Okay. Das darf schwimmen heute. Ja, überall geht's schon los. Der Thorsten. Morgen! Die zwei schlafen noch. Schneid das bloß raus, nicht, dass man mich schnarchen hört. Hier ist der Irre. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ja. Weg so ein bisschen. Weg so ein bisschen Livestream. Ja, Freunde, den ersten möchte ich euch mal gerne vorstellen. Eieieiei, da sieht's aus. Wie bei Hempels unterm Sofa. Jo. Du wolltest meine Zwiebeln schneiden? Immer mich. Immer. Ja, wo geht denn die Bestie mit der Svenja hin? Kleiner, gemeingefährlicher Hund hier. Jo, dann würde ich mal sagen, dann hole ich Maizeug auch mal raus, steht in der Kühlung und dann geht's normal mit der Schnibbelei so langsam los. Keine Ahnung, wir haben diese Kamera gehört, aber es ist mir völlig egal. Die crash ich jetzt mal. Quatsch da mal einfach einen Blödsinn rein. Wir sind heute bei zum Blogger. Und ja, Kamera crash. Wer seine Kamera einfach stehen lässt, hat selber Schuld. So Leute, während die hier um mich herum alle schon wurschteln wie die Verrückten, habe ich jetzt beschlossen, fange ich auch mal an. Wie gesagt, ich mache mein Filet, Spargelfilet Bernadette und genaues Rezept oder so könnt ihr ja in einem der letzten Videos danach gucken. Ich fange hier jetzt auf alle Fälle mal an mit meinen Zwiebeln zum Schneiden und so Stück für Stück weitermachen. Und dann wird da hinten auf der Topfstation das Ganze im Topf gemacht. So machen wir das jetzt. Also ich lege mal los ohne Cam. Ja. Und was gibt es Besseres als nach so einer erfolgreichen Zwiebelschnipplerei? Ein kleines Käffchen. Ja, sogar hier habe ich meine Becher dabei. Stefan, was packst denn du da jetzt noch alles aus? Ich mache heute einen auf vegetarisch. Nein. Glaubt man mir eh nicht. Was machst du jetzt? Ich werde jetzt gleich Paprika schnippeln und Zwiebeln haben wir schon, Paprika kommen. Nachher werde ich ein paar Pilze anbraten und dann... Sag doch einfach, was du machst für ein Gericht. Du willst wissen, was für ein Gericht ich mache? Es gibt bei mir heute ein Sahne-Käse-Geschnitzel. Okay. Genauere Sachen könntest du ja bei anderen anschauen. Er bringt auch ein Video raus. Da drüben steht der Extra-Cam, da steht der Extra-Cam, überall. Einfach bei jedem Kanal, wo er teilgenommen hat, ja, nachgucken. Und da hat der Stefan gerade noch eine Lehrstunde gekriegt im Paprikaschneiden. Aber ich habe es mir auch ganz genau angeschaut. Ist schön, dass du alles festhalten musst, aber ja, man lernt klar. Ja nicht aus. Ne? Ja, ja. Ich schneide es ja auch immer anders. Das Schöne ist, dann hast du halt diese ganzen... Aber jetzt schauen wir es uns gleich nochmal an, wenn er die nächste schneidet, ob er das richtig aufgefasst hat. Ja, und dann habe ich Lehrmaterial für mich daheim. Und jetzt gucken wir mal. Also mach das Ding aus. Nein! Mach.
So, ich brauche doch Lehrmaterial für mich zu Hause. So, Vorsicht bitte, bitte Vorsicht. Dann hast du einfach nur runtergeschnitten. Ne? Und schwuppdiwupp hat man kein Kerngehäuse, keine Kerne oder fast keine an der Paprika. Es ist schön, was man hier dazu lernt. Ja, brutal geil, gell? Absolut. Das kannst du jetzt einfach rausschneiden. Dann kannst du noch ein bisschen enger schneiden, dann hast du noch weniger Weiß drin. Das kannst du eigentlich normalerweise rausschneiden. Was denn? Hast du einen Schlepp? Oh, jetzt kriegen wir auch noch Sonnenschirme. Wie geil. Wie geil. Ja, und die Hardcore-Spargelei-Schnippelei hat auch schon begonnen. Ja. So, nach dem fast Kilo Zwiebeln, 1,5 Kilo Spargel eingeschnippelt, kommt jetzt noch 1,5 Kilo, ja, schönes Schweinefilet. Filet ist klein geschnippelt und da haue ich jetzt wieder den Stegosaurus drauf. Ganz gewaltig, weil das war richtig lecker damit. So, meine Lieben, ich habe jetzt mal hier einen 12er Topf aufgebaut. Und da kommt jetzt erst einmal ein schönes Stück Butterschmalz rein, dass wir das Filet anbraten können. So, rein theoretisch sollte der 12er Topf ausreichen für die komplette Menge auf einmal. Deswegen habe ich einen 12er genommen. Schauen wir mal, ob es schon warm genug ist. Ja, das geht schon, das geht schon. Und da putzen wir uns jetzt schönes Fleisch an, um es danach wieder herzuholen. Ja, und dann geht es auch gleich weiter. Du bist schön am Grillen da und von deinem Filetschöpfchen, gell? Ja. Sieht man halt mit Gewürz, Pfeffer sehe ich. Mit dem Steakosaurus von McAllister. Ah, okay. Bin ich mal gespannt, das habe ich auch noch nie probiert. So, das fragst du jetzt an, holst du wieder raus oder kommen die ganzen Zutaten wieder zu? Kommt raus, kommt ja noch mehr rein. Okay. So, dann geht's weiter mit den nächsten Zutaten, da sind wir wieder mit dabei. Na klar, schreien alle schon, wir haben Hunger. Ja, natürlich haben wir alle Hunger. Und dann machen wir natürlich das Allerbeste zuerst. Oh ja, 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 ja. Hunger, Hunger. Und ganz viel Brot. Hier wird dann auch noch viel mitgedreht, damit die Videos entstehen. Das ist halt echt herrlich. Also wie gesagt, komplett schön anbrutzeln, anschmoren und dann kommt es nochmal raus und dann machen wir gleich mit dem Spargel oder den Zwiebeln weiter. Ein Spargel, der kommt nämlich dann auch nochmal raus.